Sehr geehrter Herr Bürgermeister Arndt, vielen Dank für die Enthüllung des Logos und des Namens. Und guten Abend auch von meiner Seite. Ich darf Ihnen in den nächsten Minuten einmal vorstellen, welche Motiv und Hintergründe zu diesem neuen Namen geführt haben. Neustart mit neuem Namen ist meine kurze Präsentation überschrieben. Und ich wage es jetzt auch erstmal, diesen Namen auszusprechen, der dort für Sie zu sehen war. Gate Ruhr, die neue Viktoria. Die neue Viktoria ist ein Begriff, hat man schon einige Mal in der Übergangszeit in der Presse lesen können. Aber wir haben uns aus verschiedenen Gründen, die ich Ihnen gleich erläutern möchte, entschieden, den Namen Gate Ruhr, der dieses Areal zieren wird, dieses Areal tragen wird, erst einmal zurückzuhalten, bis zum heutigen Tag. Gate Ruhr, das klingt für Sie vielleicht erstmal oder ganz sicher erstmal ungewohnt. Es klingt vielleicht auch ein wenig sperrig. Es ist ein englischer Namensbestandteil dabei und ein deutscher Bestandteil. Es hat sich vielleicht irgendwie stutzig gemacht. Und wenn Ihnen das so gegangen ist, dann glaube ich, haben die Menschen, die sich in vielen Sitzungen und Arbeitsgruppen und Gremien mit der Namensgebung beschäftigt haben, dann haben diese Menschen etwas richtig gemacht. Denn ein guter Name sollte immer einer sein, der zunächst erstmal aufmerksam macht, vielleicht ein bisschen verstört, damit er sich später umso besser einprägen kann. Ich möchte Ihnen nun in den nächsten Minuten erläutern, welche Hintergründe dazu geführt haben. Und ich würde zunächst einmal beginnen mit der besonderen Situation, in der dieser Name gewählt wurde. Kommunikation passiert nie im luftleeren Raum, sondern hat immer einen Erfahrungshintergrund, trifft auch auf bestimmte Erwartungen. Und da muss man einfach eine besondere historische Konstellation im Hintergrund haben, im Hinterkopf haben. Die Ära des Steinkohlenbergbaus, der das Ruhrgebiet und natürlich auch diese Stadt über weit mehr als ein Jahrhundert sehr geprägt hat, dieses Zeitalter, diese Ära endet nun definitiv. Sie kennen die Zahlen, Sie wissen, dass die aktive Förderung hier in Mahl bereits eingestellt wurde, in dem Prosperhandel noch weiterläuft. Aber dieses Zeitalter hat geendet, das ist für das wird enden, das ist für das Ruhrgebiet natürlich ein einschneidendes Ereignis, eine Zäsur und natürlich für all die Menschen, vor allem die hier über Generationen zum Teil auf den Bergwerken gearbeitet haben. Also für die Menschen, die über mehrere Generationen auf diesen Bergwerken gearbeitet haben, nicht nur ein einschneidendes Ereignis, sondern natürlich auch ein zutiefst bewegendes. Herr Kroger hat es, glaube ich, gerade sehr gut geschildert. Ein solches Ende bedeutet natürlich auch immer, wenn man es positiv wendet, eine Chance. Denn da, wo etwas sich zurückzieht, werden weitere Ressourcen frei, da kann Neues entstehen. Und das ist, glaube ich, das ganz Besondere an diesem Projekt Revitalisierung von Auguste Victoria 37. Bürgermeister Arndt hat es gerade erwähnt, die beiden Projektpartner, die Stadt Mahl und die Rac-Montan-Immobilien, haben bereits sehr, sehr früh damit begonnen, sich darüber Gedanken zu machen, was an dieser Stelle dieses bedeutenden Bergwerkes Neues entstehen könnte. Und das ist einfach schon eine ziemliche Besonderheit. Das gibt es nicht bei allen Projekten im Strukturwandel im Ruhrgebiet, sondern hier haben sich sogar zwei Phasen, die übereinander sich überlagert haben, abgelöst. Und die erste Phase der Machbarkeitsstudie hat begonnen, noch zur Zeit der aktiven Förderung, und die zweite Phase hat in diesem Jahr begonnen, also sozusagen bruchlos, sodass hier die Übergänge ganz fließend sind. Und das bedeutet, im Grunde kann man sagen, dass die Zukunft hier auf diesem Gelände schon begonnen hat oder jetzt gerade beginnt. Und das ist wiederum etwas, was eben uns auch in der Kommunikation dazu bewogen hat, zu sagen, das ist eine richtige Entscheidung, dann auch in der Kommunikation sehr selbstbewusst aufzutreten, schon zu einem so frühen, in einem so frühen Stadium zu sagen, wir wollen einen neuen Namen präsentieren, ein neues Logo präsentieren, um eben auch die Entschlossenheit, mit der beide Partner hier voranschreiten, zu dokumentieren. Jetzt würde ich gerne darauf eingehen, wie man eigentlich zu einem solchen Namen kommt. Natürlich beschäftigt man sich erst einmal mit der Positionierung im Wettbewerb. Und ich möchte Ihnen, sofern es nicht gerade schon gehört wurde, noch einmal die wesentlichen Merkmale, die Besonderheiten und zum Teil auch Alleinstellungsmerkmale dieses Areals vor Augen führen. Das Gelände von Auguste Victoria wird in 5 bis 10 Jahren eine der wenigen, ganz wenigen großen Flächen für Industrie im gesamten Ruhrgebiet sein. Eine zweite Fläche hat vor, das ist das Opel-Gelände, hat vor wenigen Wochen auch einen neuen Namen bekommen, und das ist sicher auch kein Zufall. Auch es ist für solche Projekte einfach wichtig, dass die Kommunikation sehr früh beginnt, denn Kommunikationsprozesse sind langfristig und langwierig. Ein weiteres
Der Entscheidungsmerkmal ist, dass dieses Industriegebiet, Gewerbe- und Industriegebiet, ganz zentral gelegen ist in Mitteleuropa. Wir wissen, dass das Ruhrgebiet hier als einer der größten Ballungsräume, aber wenn man die Grenzen etwas weiterzieht, der Rhein-Ruhr-Raum, eine extrem wichtige Funktion hat für die Wirtschaft. Und dieses Industriegebiet, hier kommen wir zu dem, was es ganz besonders auszeichnet, vielleicht auch einzigartig macht, ist trimodal angebunden über Wasser, Straße und Schiene, schon jetzt. Und die Projektpartner werden natürlich alles dafür tun, dass diese Anschlüsse auch erhalten werden bzw. noch ausgebaut werden. Im Grunde kann man sagen, und so nehmen es auch viele Menschen wahr, ist gerade dieses Randgebiet mal das nördliche Ruhrgebiet eine Art Tor ins Ruhrgebiet hinein, wenn man von oben kommt oder wenn man vom Westen herkommt oder vom Osten, zugleich aber auch ein Tor ins Münsterland. Hier wird vielleicht dieses Gelände eine Art Scharnierfunktion übernehmen. Und ein weiteres Merkmal: Es wird ein international bedeutender Standort, auch allein schon aufgrund der Größe und der Qualitäten sein. Das waren Faktoren, die für uns in die Namensgebung eingeflossen sind, aber darüber hinaus gab es noch mehr zu beachten. Es gibt ein paar Dimensionen, die man einfach vorher sich überlegen muss, um mit dem Namen dann auch die richtige Wirkung zu erzielen. Ganz wichtig war, den beiden Projektpartnern eben eine Aufbruchsstimmung zu vermitteln, zu sagen, an dieser Stelle, wo eins der letzten beiden produzierenden Steinkohlenbergwerke stand, steht, da wollen wir ein Zeichen setzen, ein Symbol für den Aufbruch in eine neue Zukunft geben. Und das kann man eben am besten, indem man sagt, wir verabschieden uns zumindest zu einem Teil von dem alten Namen. Wir haben es gerade gesehen, da im Untertitel bleibt er noch erhalten. Wir wollen hier also zu einem frühen Zeitpunkt ein Symbol für den Aufbruch setzen. Ebenso wichtig war es für alle Beteiligten, dass der Name international verständlich ist. Wenn ich etwas international vermarkten möchte, dann tue ich mich schlecht daran, indem ich beispielsweise einen allein deutschstämmigen Namen wählen würde. Aber zugleich sollte natürlich auch die regionale Verortung hier im Ruhrgebiet in unserer Region nicht aufgegeben werden. Und das Letzte, das habe ich hier mal in Englisch hingeschrieben, es geht also darum, auch einen bestimmten Anspruch zu verkörpern, groß zu denken, weil hier Großes entstehen soll, bis zu 1000 Arbeitsplätze, und auch das sollte dieser Name zum Ausbruch bringen. Und das ist, was in einem langen Prozess von vielen Sitzungen in verschiedenen Gremien, in denen man das für und wieder diskutiert hat, herausgekommen ist. Gate Ruhr mit einem Punkt dazwischen. Dieses Logo ist eine sehr klare, wie ich finde, Gestaltung. Es ist eine Wortbildmarke, wobei Sie hier nicht viel von einem Bild sehen. Im Grunde ist es eher wir haben hier uns dazu entschieden, die Schrift ganz stark in den Vordergrund zu setzen mit einer sehr zeitgemäßen, modernen Typografie. Das ist wichtig, weil die ganz aktive Phase der Vermarktung ja nun erst in 3-4 Jahren beginnen werden kann. Und wenn wir hier eine Schrift wählen würden, die zurzeit sehr modisch ist, dann könnte sie möglicherweise in 5, 6 oder 7 Jahren schon wieder altmodisch aussehen. Das heißt, das ist hier eine Typo, die irgendwas hat von einer Schreibmaschine, also etwas Zeitloses, aber genauso etwas von modernen Computerschriften durch diese Rundung. Die ist fürs Internet sehr gut geeignet und verkörpert insofern eine gewisse Modernität und Zeitlosigkeit. Die Farbgebung ist vielleicht ganz interessant. Wir haben natürlich auch hier mehrere Varianten ausprobiert, und das, was letzten Endes den Zuschlag bekommen hat, ist eine Kombination, die sehr seriös gehalten ist, nicht mit grellen Farben, schreienden Farben arbeitet. Das passt sicherlich gut zu einem Gewerbe- und Industriegebiet. Und wenn man etwas mehr hinein interpretieren möchte, dann könnte man das vielleicht tun. Sie sehen das Wort Gate hier in einem Anthrazitton. Wer mag, kann sich dabei an das industrielle Erbe, an das bergbauliche Erbe erinnert fühlen. Und das Wort Ruhr und der Punkt dazwischen, das ist in einem Cyanton sehr hell. Freundlich ist vielleicht ein Verweis darauf, dass es hier dann in Zukunft einmal um eine neue Industrie gehen wird, die sehr viel sauberer, die sehr viel stärker IT-gestützt sein wird und sich ganz anders verhält als das, was wir hier in den vergangenen 100, 120 Jahren im Ruhrgebiet gewohnt waren. Ich habe gerade gesagt, es ist im Prinzip eher eine Wortmarke, aber wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass natürlich doch zwei gestalterische Bildelemente da sind. Ganz einfache Elemente, das sind diese beiden vertikalen, und da braucht man, glaube ich, nicht allzu viel Vorstellungskraft dafür, um dann einfach das Tor zu erkennen, das sich hier öffnet, das Tor zum Münsterland, zu Mitteleuropa oder zu einem weiteren Wirtschaftsraum, und mit diesem Tor das Ruhrgebiet, diesen bedeutenden Ballungsraum anschließt. Dieses Tor öffnet sich, und der Begriff Gate Ruhr findet sich genau hier zwischen.
Hier schließt sich gerade ein Tor. Sicher gut für die Wärme im Raum. Ja, also die Torfunktion, die dieses Gewerbegebiet auszeichnen will, die sollte im Namen schon mit einem sprechenden Namen übergegeben werden. Und wenn man das einmal überlegt, es hätte ja auch Gate Mal heißen können oder Gate Emscher-Lippe. Auch hier hat es einen längeren Diskussionsprozess gegeben und alle Beteiligten waren sich einig, dass man mit einem gewissen Anspruch auf diesen Namen selbstbewusst tragen sollte. Und deswegen war der Name Gate Ruhr, also eine Torfunktion für das komplette Ruhrgebiet, dann doch der Anspruch, den man für ein Gewerbegebiet und Industriegebiet dieser Größe hier ausgewählt hat. Gate passt außerdem nochmal gut zu dem, was dieses Gebiet auszeichnet. Ein Tor kann nur dann gut funktionieren, wenn eben auch die Wege dorthin funktionieren. Und Sie haben es gerade schon gehört, der trimodale Verkehrsanschluss macht dieses Gelände sozusagen einmalig. Und auch das spiegelt sich dann passend in diesem Namen wider. Wir haben aber eben auch diese zwei Dimensionen, diese zwei Ebenen des Namens. Einmal das internationale, der Bestandteil Gate, und das regionale mit dem Namensbestandteil Ruhr. Und dann kommen wir zu einem kleinen Pfiff, der möglich ist, seit es eben nicht nur .de-Domains in Deutschland gibt und weitere andere, sondern seit einiger Zeit gibt es eben auch die Domains mit dem Namen .ruhr. Das heißt, in dieser Schreibung, die Sie hier aus dem Logo erkennen können, gate.ruhr oder gate.ruhr, ist die Domain, die Internetadresse schon inklusive, das heißt, diese Domain ist bereits reserviert für das Areal gate.ruhr. Das ist nochmal ein kleiner Pfiff. Wir müssen also bei der Kommunikation nicht zusätzlich eine Domain mit angeben, sondern das ist die Domain, unter der dieses Areal gefunden werden kann. Das Ganze nochmal auf einen Blick. Da bemerkt man relativ schnell, dass in dem Namen dann doch viel mehr drinsteckt, als man es so auf den ersten Blick sieht. Das heißt, das Tor, der Anspruch für das gesamte Ruhrgebiet, eine gewisse Bedeutung zu haben, die Internationalität bei der Vermarktung, aber die klare regionale Verortung und, wenn man so will, der Punkt, der Gate und Ruhr verbindet und darauf verweist, dass es hier um neue Industrie, wahrscheinlich um Industrie gehen wird, die sehr stark auch IT-gestützt arbeitet, ob in der Logistik oder in anderen Branchen. Das wird in jedem Fall bei allen Betrieben, die sich ansiedeln, der Fall sein. Keine Zukunft ohne Herkunft. Deswegen hat sich die Arbeitsgruppe entschieden, durchaus für zumindest einen längeren Übergangszeitraum natürlich an die Tradition dieses Standortes anzuknüpfen. Das heißt, das Logo Gate Ruhr wird zumindest in den ersten Jahren eine Verbindung schaffen zu dem Bergwerk Auguste Victoria mit der einfachen Unterzeile die neue Victoria, Gate Ruhr, die neue Victoria. Das ist die Wortmarke, die wir in den kommenden Jahren für dieses Areal führen werden. Und ich glaube, es ist auch einfach wichtig für die internationale Vermarktung, mag das etwas sperrig sein. Das heißt, hier könnte man dann später darauf verzichten, aber für den Übergangszeitraum ist es, glaube ich, einfach sehr wichtig, wenn man bedenkt, welche große, gigantische Bedeutung das Bergwerk für die Entwicklung dieser ganzen Stadt immer gehabt hat. Die neue Victoria, das kann dann eines Tages, wenn sich alle Beteiligten einig sind, entfallen. Und bis dahin hat man genügend Gelegenheiten, das Logo Gate Ruhr und den Namen zu verkünden. Damit möchte ich schließen, denn gleich werden wir noch die Gelegenheit haben, das Ganze mal in ganz groß zu sehen auf dem Förderturm. Und ich würde dann jetzt gerne übergeben an Herrn Thomas von der Rack & Tan Immobilien Geschäftsführer.